Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Ich habe inzwischen wieder etwas weiter bei der Alfred-Biografie des Historikers Justin Pollard gelesen und teile, wie versprochen, meine Erkenntnisse hiermit. Zuletzt hatte ich über die Plünderung von Lindisfarne in 793 erzählt und dem klagenden Aufschrei des gelehrten Mönchs Alcuin von York, der mit seinen poetischen Worten den Adel von Northumbria aufrütteln wollte. Leider verhalten diese Worte doch relativ ungehört, seine Verse scheinen für uns, die sie lesen und versuchen, die Zeit damals zu verstehen, relevanter zu sein, als für jene, für die sie damals bestimmt waren. Aber Alcuin hatte einen schweren Stand, Northumbria war kein ruhiges Pflaster, was die interne Politik betraf. Damals war Ethelred der König von Northumbria und er saß auf einem durchaus umkämpften Thron. Ethelred selbst kam in 774 mit dem Schwert in der Hand an die Macht, indem er seinen Vorgänger Alred vertrieb. Seine Regierung dauerte nur fünf Jahre und 779 wurde Ethelred abgesetzt zugunsten von Elfwald. Das hielt Ethelred nicht davon ab, aus dem Exil weiterhin gegen seine Feinde zu konspirieren. In 788 wurde Elfwald von einem Eldermann namens Sika ermordet. In der Geschichtsforschung nennt man diese Ermordung von Königen manchmal Regizid. So bestieg Elfwalds Vetter Osred II. den Thron von Northumbria. Obwohl er bemüht war, die verfeindeten Fraktionen zu vereinen, dauerte seine Herrschaft nur ein Jahr. Er wurde abgesetzt, man schor ihm eine Tonsur und brachte ihn ins Exil. Vermutlich auf die einsame Isle of Man. Nun war der Pfad wieder geebnet für König Æthelred, der damit zum zweiten Mal auf den Thron von Northumbria stieg. Nur zwei Jahre später probte Osred seine Rückkehr, was nur dazu führte, dass er noch während seiner Ankunft in Northumbria im Oktober 792 von Ethelreds Schergen mit Schwertern getötet wurde. Zwei Jahre später ereignete sich die bereits geschilderte Brandschatzung von Lindisfarne, gefolgt von den anklagenden Worten des Mönchs Alcuin. Doch die instabile Situation in Northumbria macht deutlich, weshalb die Warnungen von Alcuin keinen großen Effekt hatten. Die anglische Nobilitas von Northumbria war zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig äh, an den Kragen zu gehen. Das ist natürlich das faszinierende an dieser Ära, egal wo man hinsieht, egal wo man den Teppich anhebt, überall offenbart sich Material für fünf Staffeln einer spannenden Serie. Im selben Jahr 792 heiratete Ethelred die Tochter von König Offa von Mercia. Ich hatte Elfled schon in der letzten Folge erwähnt, als Offa von Mercia ihre Hand Karl dem Großen für dessen Sohn anbot, was den großen Monarchen ziemlich beleidigt hatte und zu einer diplomatischen Affäre zwischen dem Frankenreich und Mercia führte. Auch Ethelreds zweite Legislaturperiode dauerte kaum fünf Jahre. In 796 wurde er von einer Gruppe Adeliger in der Stadt Corbridge ermordet. Der Elderman Osbald kam auf den Thron, was für die ganze Wikinger-Sache hätte von Bedeutung sein können, da er ein Freund von Alcuin von New York war und somit vielleicht offenes Ohr für seine Warnungen haben konnte. Doch seine Herrschaft dauerte nur 27 Tage, dann dankte er ab. Osbald war eine seltsame Persönlichkeit. Er war extrem gewalttätig und musste sich wegen Mord verantworten. Alcuin drängte ihn in seinen Briefen, sich zu ändern und einen mehr christlichen Lebenswandel anzunehmen. Osbald war dafür berühmt, dass er die Unterschicht auspresste und einen dekadenten Lebensstil führte. Alcuin drängte ihn dazu, in den Ritterstand zu treten, was damals eine häufige Strategie der Kleriker war, die Wütericher und Massenmörder, die im frühen Mittelalter auf ganze Landstriche plagten, an eine moralischere Lebensweise heranzuführen und sie in einen edleren Stand einzuführen. Osbald schlug das aus. Interessant ist aber der Vorgang seiner Abdankung als König nach nur 27 Tagen. Dies kam so zustande, dass es Hofstaat vor ihm einfach Reis ausnahm. Nicht nur die Bediensteten flohen vor den Anfällen eines offensichtlich soziopathischen Tyrannen, sondern sogar der adelige Hofstaat kehrte lieber in die eigenen Festungen und Gutshöfe zurück. Ein König kann natürlich nicht in leeren Hallen und Korridoren regieren, so gab Osbald seine Machtansprüche ab und ging freiwillig ins Exil. Im Süden der britischen Insel sah es nicht viel besser aus. Ich hatte darüber schon berichtet. In Wessex kam Beorfrig an die Macht, als es ihm zusammen mit Offa von Mercia gelang, König Egbert 786 in das fränkische Exil zu vertreiben. Doch Beorfrig wurde von seiner Frau und Offas Tochter Edber vergiftet. Offa, der rastlose König von Mercia, starb in 796, also im selben Jahr wie Ethelred von Northumbria. Und so beginnt das 9. Jahrhundert auf der britischen Insel in einem Zustand von politischer Instabilität. In 802 kehrt König Egbert aus dem Exil in Francia zurück und besteigt erneut den Thron von Wessex. Er soll der Großvater von Alfred dem Großen werden. Egbert war sicherlich kein unfähiger König, wenn man auch über seinen Charakter nur spekulieren kann. Immerhin hielt er sich bis zu seinem Tode in 839 Ganze 37 Jahre auf dem Thron, was für diese turbulente Zeit eine beachtliche Leistung ist. Wann sein Sohn Ethelwulf geboren wurde, ist nicht so genau belegt, aber vermutlich in jenen Jahren unmittelbar nach der Thronbesteigung Egberts in 802. Karl der Große war da seit zwei Jahren zum Kaiser gekrönt, ein Vorgang, dem Egbert vermutlich beiwohnte, da er weite Teile seines Exil, Exils auf dessen Hof verbracht hatte. Justin Pollard deutet an, dass Egberts Jahre in Francia vermutlich tiefen Einfluss auf ihn hatten. Für einen sächsischen König, dessen Alltag vergleichsweise frugal war, muss der Glanz und der Pomp rund um Karl einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Nach seiner Rückkehr nach Wessex zeigte er vielleicht die Tendenzen, etwas von dieser Großspurigkeit und unanfechtbare Autorität auf die angelsächsischen Verhältnisse zu übertragen. An dieser Stelle vielleicht eine Erwähnung der beiden Serien, die sich mit genau dieser Zeitperiode befassen, nur um wenige Jahrzehnte versetzt, was eine interessante Chance auf chronologisches Bingen bietet. Ein, ein Zuschauer namens Kuritsu hatte The Last Kingdom in der Kommentarsektion der, des ersten Videos zu Alfred erwähnt. Und dann gibt es natürlich noch die erfolgreiche Serie Vikings. Würde man die Serien chronologisch anschauen wollen, müsste man wohl mit Vikings anfangen, da diese Serie im Grunde mit der Plünderung von Lindisfarne beginnt und sich aber dank ausgedehnter Staffeln historisch bis in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts fortsetzt. Ungefähr hier setzt The Last Kingdom an und beschreibt mehr oder minder historische Ereignisse bis über die Jahrtausendwende hinaus. Ich bin nun nicht jemand, der mit einem Block und Stift da sitzt und versucht sämtliche historischen Ungenauigkeiten zu identifizieren, um dann YouTube Videos darüber zu machen. Davon gibt es ja genug Videos im Stil von was stimmt alles nicht mit so und so. Mir ist das die Mühe nicht wert. Ich finde es erstaunlich, dass es überhaupt gleichzeitig zwei Serien zu einer Zeitperiode gibt, die eigentlich sonst immer komplett ignoriert wird. Und die meisten historischen Filme und Serien, die ich bis jetzt gesehen habe und die mit Geschichte zu tun haben, waren mit der Ausnahme von vielleicht fünf oder sieben Filmen alle ein bisschen schlecht. Verglichen damit sind diese beiden Serien noch ziemlich gut. Natürlich ist da auch viel Verklärung dabei, aber auf der anderen Seite soll das Ganze ja auch Spaß machen und sich nicht wie eine trockene Schulpredigt anhören. Um zurück zum Thema zu kommen: Egbert von Wessex wird in Vikings sehr beeindruckend von Linus Roach gespielt. Von einem rein historischen Standpunkt ist dies sicherlich die spannendste Figur in der ganzen Serie. Ich denke, dass hier großartig die Psyche eines machthungrigen Mannes eingefangen wurde, der am Hofe von Karl dem Großen sehen und miterleben durfte, was uneingeschränkte epochale Macht bedeutet, und der nun mehr als nur inspiriert ist, ein wenig von diesem Gefühl in seine eigene Welt als König von Wessex zu übertragen. Egbert verbrachte seine Herrschaftsjahre überwiegend mit der Stärkung von Wessex und einem andauernden, mal kalten und mal sehr heißen Krieg mit Mercia. Nach dem Tode von Offa versank Mercia zunehmend in internes Chaos und Egbert verstand es, sich dieses Chaos nutzbar zu machen. Die entscheidende Schlacht im Jahr 825 führte er gegen König Bernwulf von Mercia, auch bekannt als die Schlacht von Ellandun. Wer sich wundert, warum manche Sachen hier wie irgendetwas aus Herr der Ringe klingen, wird sich die Erklärung dazu schon denken können. J.R.R. R. Tolkien war Professor für alte Anglistik. Und die angelsächsische Periode war eine starke Einflusssphäre bei seiner Erschaffung von Gondor, während die nordischen und skandinavischen Völker, aber auch Wales, mehr die Blaupause für Rohan waren etc. Im Zusammenhang mit der Schlacht von Elandun finden wir auch die älteste Erwähnung von Egberts Sohn Etelwulf. In dieser Schlacht erwarb sich der Prinz wohl große Verdienste, da ihn Fortan Egbert zunehmend als seinen Unterkönig einsetzte. Allerdings war Eitelwulf auch mütterlicherseits von königlicher Abstammung und hatte einen Anspruch auf den Thron von Kent, Surrey, Essex und Sussex. Diese kleinen Königreiche waren bis dahin weitgehend Vasallen von Mercia gewesen. Das sollte sich nun ändern. Da war auch viel böses Blut im Spiel, da das mächtige Mercia diese Gebiete recht kaltschnäuzig aus der Distanz regiert hatte. Egbert und Ethelwulf gebärdeten sich nach ihrer Machtausdehnung deutlich smarter. Sie kultivierten eine bessere Beziehung zu diesen kleinen Reichen, insbesondere indem Ethelwulf dort blieb und für die Bevölkerung sichtbar wurde. Er war schließlich von der Herkunft her auch einer von ihnen. Diese Art von Respekt... Zahlte sich aus und stärkte Wessex, das sich auf die Loyalität dieser Regionen verlassen konnte. Nun zum überwiegenden Teil, wie wir später sehen werden. Das ging sogar so weit, dass gewisse politische Entscheidungen bezüglich Kent so formuliert wurden, dass Egbert hier als der Unterkönig zu Aethelwulf auftrat, also zu seinem Sohn, und somit seine Genehmigung einholte. Das war natürlich ein wenig eine Bauchpinselei der lokalen Bevölkerung, doch Politik auf volkstümlicher Ebene war schon immer eine Kunst der Gesten und Symbole. Egbert nutzte natürlich die Gunst der Stunde und griff vier Jahre später in 829 Mercia selbst an. Er vertrieb den aktuellen König Wiglaf ins Exil und wurde de facto Herrscher von Mercia. Er ließ sogleich Münzen mit seinem Konterfei als König von Mercia pressen. Die angelsächsische Chronik beschreibt dieses denkwürdige Ereignis mit den Worten und er wurde zum achten König, der ein Brettenwalder war. Der Ausdruck Brettenwalder oder auch Brettenwalder ist ein altes angelsächsisches Wort, das man vielleicht mit der weithin herrschende übersetzen könnte. Damit will man sagen, dass ein König nicht nur ein Königreich innerhalb der Heptarchie regiert, sondern de facto König von ganz Britannien ist, mehr oder weniger. Und in der Chronik wurden vor Egbert sieben andere Könige mit diesem Titel versehen. Allerdings war das ein Titel, der weitgehend im 6. und 7. Jahrhundert Verwendung fand. Egberts Anspruch auf den Titel Bretwalder findet also nach einer 150 Jahre langen Pause statt, in der dieser Titel nicht beansprucht wurde. Und das ist doch interessant, denn Karl der Große selbst hatte im Jahr 800 sich vom Papst zum Kaiser krönen lassen, also einen Titel angenommen den vor ihm ganze Jahrhunderte niemand benutzt hatte und zuletzt von einem römischen Herrscher beansprucht wurde. Das ist also sehr auffällig angesichts dessen, dass wir gesagt haben, dass Egbert vermutlich von Karl dem Großen sehr inspiriert wurde und allzu gerne etwas von dessen Glanz in Britannien vorstellen wollte. Der Titel Bretwalde machte ihn zu einer Art Kaiser über Britannien. Um diesen Eindruck zu verstärken, griff Egbert auch nach dem nördlichen Reich Northumbria. Dies gelang geradezu mühelos. Manche Quellen behaupten, dass Egbert Northumbria ziemlich geplündert hatte, bevor er es unterwarf und mit riesigen Tributen belegte. Doch andere Quellen widersprechen dem und deuten mehr an, dass hier schnell eine Übereinkunft gefunden wurde. Der Adel von Northumbria war intern noch immer zerstritten. Und das war etwas, was sich hier bereits seit wenigen Jahrzehnten die Wikinger zunutze machten, die in regelmäßigen Abständen die Küsten plünderten. So mochte es Elemente in Northumbria gegeben haben, die es begrüßt haben, dass aus dem Süden sozusagen der starke Mann kommt, um die Verhältnisse zu ordnen und somit mehr Sicherheit zu gewährleisten inwieweit Egberts Erfolg an die Gunst des fränkischen Kaisers geknüpft war ist etwas das heute wohl erforscht wird. All diese Länder waren durchaus ein wenig davon abhängig, einen funktionierenden Handel mit Francia zu haben und Egbert war stets bemüht, seine positive Beziehung zu Karl dem Großen intakt zu halten bis zu dessen Tod in 814 aber auch darüber hinaus mit dessen Sohn Ludwig dem Frommen. Es ist also nicht auszuschließen, dass die fränkischen Herrscher in diesen Jahren hier und da ihr Gewicht in die Waagschale legten, wenn Handelsvertreter aus Kent, Mercia oder Northumbria bei ihnen vorsprachen, eben zugunsten von Wessex. Mercia blieb nicht lange unterwürfig. Schon bald eignete sich ein kleiner Aufstand, der dazu führte, dass sich dort in Egberts Abwesenheit der erwähnte König Wiglaf zurückgeschlichen hatte und erneut auf den Thron von Mercia stieg. Statt eine Wiedereroberungskampagne zu starten, setzte Egbert eher auf bilaterale Beziehungen, gewahrt dessen, dass Mercia zunehmend von Wessex wirtschaftlich abhängig war. Doch es schaffte einen Präzedenzfall, der Runde machte und an dem Image des starken Brettwalder aus Wessex kratzte. Das konnte man daran sehen, dass König Ethelstand von East Anglia zur selben Zeit als selbstständiger König in Erscheinung trat und sich von einer unterköniglichen Rolle gegenüber Egbert nicht viel anmerken ließ. Heute sagt man, dass es Alfred der Große war, der ein erstes echtes England entwarf, doch es gilt an dieser Stelle auch Egbert zu nennen, dem es, wenn auch für kurze Zeit gelang, Herrscher über der gesamten Heptarchie zu werden und sich sogar Wales untertan zu machen. In vielerlei Hinsicht erkämpfte sich Egbert zwar ein großes Reich, doch er hielt es mit heißer Nadel zusammen. Dies war auf jeden Fall kein stabiles Konstrukt wie das fränkische Vorbild. Aber auch Ludwig der Fromme konnte das riesige fränkische Reich seines Vaters nicht zusammenhalten, ähnlich wie das mazedonisch griechische Riesenreich nach dem Tod Alexanders, zerfiel Francia in 843 durch den Vertrag von Verdun in drei große Regionen und später natürlich in kleinere Fürstentümer und Königreiche. Ein Prozess, dem wir heute natürlich die Entstehung von Deutschland und Frankreich verdanken, aber auch der Benelux-Länder. Bis zum Tode von Ludwig dem Frommen in 840 in Ingelheim am Rhein waren die Wikingerangriffe entlang der britischen und westeuropäischen Küste eher sporadisch. Historisch lassen sie sich kaum konkret skandinavischen Herrschern und Häuptlingen zuordnen und mögen Maßnahmen von kleineren Splittergruppen gewesen sein, die man mangels eines besseren Wortes als Piraten bezeichnen kann, und so wurden sie vorerst auch wahrgenommen. Es waren Sommerfeldzüge mit gelegentlicher Überwinterung auf einer Küsteninsel doch das sollte sich ändern. Interessant ist hier der Angriff auf Scape in East Anglia in 835. Dies war der erste große Angriff auf die südenglische Region. Es war ein besonderer Affront, dass sich hier ein Nonnenkloster befand und die Wikinger gewohnt wenig zimperlich waren. Im darauffolgenden Jahr ähnelte die Präsenz der Wikinger im britischen und umliegenden Küstengebiet mehr eine Art Lawine. Aus irischen Aufzeichnungen entnimmt man die Anzahl von 120 Wikinger-Schiffen im irischen Küstenbereich, allesamt plündernd, also eine ungeheuerliche Plage für die dortige Bevölkerung. Rund 30 weitere Schiffe landeten in Carhampton in Somerset, also tief im Hinterland von Wessex. König Egbert konnte diesen Angriff nicht ignorieren und versammelte sogleich die Armee. Er zog mit zwei Eldermen und zwei Bischöfen an der Spitze der, feindlich, der feindlichen, zahlmäßig sichtlich unterlegenen Horde der Wikinger entgegen. Die Schlacht 836 war ein riesiges Fiasko für Egbert, das in die Chroniken unter der Bezeichnung das große Schlachten eingegangen ist. Egberts Armee verlor gegen die hochmotivierten und kampferprobten Wikinger auf voller Linie. An dieser Stelle merkt Justin Pollard an, dass es allerdings relativ schwierig ist, aus den Chroniken das Ausmaß der Verluste zu extrahieren, insbesondere deshalb, weil die Verfasser von Chroniken damals eine klare Position gegen die Wikinger bezogen und häufig dazu neigten, die eigenen Niederlagen herunterzuspielen, insbesondere da zu diesem Zeitpunkt es sich auch um den Sieg von Heiden über Christen handelte. Deshalb nahm man häufig davon Abstand, in den Chroniken die Niederlage zu detailliert auseinanderzulegen. Moderne Schätzungen sind sich nicht ganz einig bei der Anzahl der beteiligten Wikinger. Die seriösen Zahlen rangieren zwischen 750 und 2100 Männern, vielleicht auch Frauen. Das mag nicht wie eine große Invasionsarmee klingen, doch bei extrem gut ausgebildeten, kampferprobten Kriegern war das eine Kriegsmaschine, mit der nicht zu spaßen war. Justin Pollard stellt auch süffisant fest, dass die Anzahl auf jeden Fall ausreichend war, um den mächtigen König von England zu schlagen was so einiges über dessen Anspruch auf den Titel Bretwalde aussagt. Tatsächlich zeichnet sich hier Egberts zentrales Problem, nämlich die Schwierigkeit, die Legende von seiner Unschlagbarkeit aufrechtzuerhalten, denn mit der Niederlage von Carhampton begann diese Legende zügig zu bröckeln. So verbündeten sich bereits in 838 die westlichen Waliser und alte Feinde von König Egbert mit den Wikingern und probten so den Bruch mit dem usurpierenden Königreich Wessex, dies war eines dieser kleinen Königreiche am Rande, die eben bis dato nicht angelsächsisch regiert wurden und wo auch nicht die germanische Sprache gesprochen wurde, sondern das ursprüngliche keltische Bretonisch, das man kornisch nennt oder im Original Kernewek. Hier rächte sich, dass Egbert 23 Jahre zuvor Cornwall überrannt und gebrandschatzt hatte. Man hatte es ihm nicht vergessen. Für Egbert galt es nun zu glänzen, denn nach dem Desaster anderthalb Jahre zuvor in Carhampton konnte sich der König nicht ein zweites Mal eine solche Niederlage und Demütigung leisten. Doch diesmal war ihm das Glück gewogen, denn die Angelsachsen siegten tatsächlich in der Schlacht von Hingston Down über die vereinte Armee aus Westwalisen und Wikingern. Egbert war zu diesem Zeitpunkt bereits 68 Jahre alt, also für die hiesigen Verhältnisse ein steinalter König, der bereits unglaubliche 37 Jahre auf dem Thron von Wessex verbracht hatte. In jener Zeitspanne hatten sich in Mercia sechs Könige ausgetauscht und in Northumbria mindestens fünf. Das Problem des angelsächsischen Adels bestand ja darin, dass es keine feste Regulierung darüber gab, wer denn der Nachfolger werden sollte. Ein Defizit, das ständig sichtbar war, kämpften doch ständig irgendwelche Cousins um den Thron. Natürlich neigten die Könige dazu, ihre Söhne auf den Thron zu setzen, doch sie hatten dafür keine richtige rechtliche Grundlage. Dies war eben eine Kultur, in der im Falle des Herrschertodes die Ältesten, die weisen Männer, zusammentraten und einen Nachfolger ausriefen, häufig einen erprobten Feldherren, einen Alderman oder eben einen direkten Nachkommen des Königs. Der angelsächsische Ausdruck für diese Männer lautete Witan. Dies waren also ältere Männer. Einflussreiche Patriarchen und geachtete Persönlichkeiten. Viele von ihnen waren einfach nur Thane. Thane, wie es im spätmittelalterlichen Englisch hieß, waren adlige Gefolgsleute, die einem High Reef oder einem Elderman unterstanden. Sie waren bereits zu des Königs Lebzeit seine ständigen Ratgeber. Viele Aspekte dieser Gesellschaft deuten ein wenig auf eine aristokratische Staatsform streng in einem platonischen Sinne. Da ist also noch keine Spur von göttlichen Thronansprüchen, wie es die englischen Könige später für sich beanspruchten. Die Könige von Wessex wurden anhand einer gemeinsamen Entscheidung einer relativ großen Gruppe aus Entscheidern ausgerufen. Und dieser aristokratische Rat besaß eine beachtliche Macht. Sie konnten den Vorschlag des Königs, seinen Sohn zum Nachfolger auszurufen, schlichtweg ablehnen, genauso wie sie die Macht besaßen, einen berufenen König wieder abzusetzen. Nun ist es allerdings so, dass diese Gesellschaft nur sehr ansatzweise die ethischen Wesenszüge einer platonischen Aristokratie besaß, seien wir da nicht zu überschwänglich. Auf der anderen Seite war es schließlich ein Haufen nordgermanischer Krieger und nicht unbedingt eine Philosophenkaste. Und das war Egbert gänzlich bewusst. Sein Plan bestand darin, seinen durchaus populären Sohn Ethelwulf auf den Ton zu bringen. Hierbei konnte er aber nicht riskieren, dass die Witan dabei ihr Veto einlegten und stattdessen irgendeinen eigenen Liebling auf den Ton setzten. Für Egbert gab es zwei Strategien, die Witan auf seine Seite zu bringen Gewalt oder Bestechung. Mit der Gewalt war das so eine Sache. Das hatte drüben in Mercia König Offa probiert, indem er politische Gegner und ältere Männer einschüchterte und bedrohte, mit dem Ziel alle auf eine Linie in Bezug auf seinen Sohn Egfrid zu bringen. Dieser übernahm nach Offas Tod in der Tat die Krone von Mercia, doch wurde noch im selben Jahr getötet. Jahre andauernden Chaos und Machtkampfs waren die Folge. So setzte Egbert lieber auf die zweite Methode und erkaufte sich die Gunst vieler Wittern. Nach seinem Tode in 839 bestieg in 840 sein Sohn Ethelwulf den Thron von Wessex, anerkannt von den Räten. Dies war das erste Mal in 200 Jahren, dass in Wessex ein Königssohn direkt den Thron von seinem Vater geerbt hatte. Doch Ethelwulf war eben kein unerfahrener Jüngling. Als Unterkönig hatte er viele Jahre in Kent und Sussex regiert, er war Schlachterfahren, und er prägte die eher progressive Linie seines Vaters, die sich stark an den Karolingern orientierte. Hierbei war Ethelwulf in Korrespondenz mit Kaiser Ludwig dem Frommen Karls Sohn. Ethelwulfs Akzeptanz unter den Ältesten von Wessex mochte gegeben sein, doch ruhige Zeiten standen dem jungen König nicht bevor übrigens ist das geburtsjahr von ethelwulf nicht gut belegt seine früheste erwähnung findet eben in den chroniken bei der schlacht von elandun statt also in 825 er wird dort in seinen 20ern gewesen sein bei der thronbesteigung war er somit vielleicht ende 30 vielleicht schon über 40 seine größte sorge wurden zügig die wikinger justin pollard merkt an dass sich im Küstengebiet die Bevölkerung begonnen hatte, saisonal auf die Wikinger einzustellen, da diese nur im Sommer ihre Plünderungen vornahmen und mit dem Herbstanfang sogleich aufbrachen, um nach Dänemark oder Norwegen zurückzukehren. Oft ließen sie über den Winter nur eine kleine Kernmannschaft zurück, einquartiert auf einer geschützten, vorgelagerten Insel doch die winterwikinger waren eben nicht zahlreich und so unternahmen sie auch keine raubzüge die lokale bevölkerung gewöhnte sich somit langsam daran dass mit dem schwindenden sommer auch die lebensgefahr der plünderung und schändung dahinschwand so wurde der winter häufig als als ruhige monate wahrgenommen fern der heidnischen gefahr die fröstelnde veränderung nahm in irland ihren anfang Dort in Luth erlebten die Einwohner zum ersten Mal, dass die räuberischen Rotten der Wikinger im Herbst nicht abzogen. Sie begannen stattdessen feste Behausungen zu bauen und setzten auch im Winter ihre Raubzüge fort. Und überall in der Region begannen im darauffolgenden Jahr die Wikinger tiefer ins Land vorzudringen und vor allem ihre Lager auszubauen. Es gibt offensichtlich nicht genug Material auf der nordischen Seite, aus dem man herauslesen könnte, was genau diese neue Bewegung motiviert. Sicherlich spielte eine Rolle, dass sich in ganz Europa herumsprach, dass Ludwig der Fromme im Sterben lag. Die Wikinger mochten es zum Anlass nehmen, diese politische Unruhe zu nutzen und auf diese Weise eine größere Beute an sich zu reißen. Mit dem Tod von Ludwig dem Frommen ging die Kaiserkrone weiter an dessen ältesten Sohn Lothar, der das fränkische Mittelreich in Lothari Regnum umbenannt hatte. Sein Sohn Lothar II. prägte später den Ausdruck Lotharingien, aus dem sich das heutige Wort Lothringen entwickelt hatte. Lothar I. machte etwas Ungewöhnliches, das in der politischen Welt des damaligen Europas eine Menge Kopfschütteln nach sich zog. Unsicher darüber, ob er gegenüber seinen verfeindeten Brüdern den Titel halten konnte, verbündete sich Lothar kurzerhand mit den Wikingern, indem er eine Allianz mit dem dänischen König Harald Clark gründete. Hierzu überschrieb er den Wikingern ein Gebiet in der Mündungsebene des Rheins. Dies galt als ein gefährlicher Präzedenzfall, herbeigeführt von einem zu ungestümen Herrscher. Harald Clark darf übrigens nicht mit seinem Onkel verwechselt werden, der ebenfalls dänischer König war und denselben Namen hatte. Zur Unterscheidung wird dieser Harald hier oft auch als König Harald der Jüngere bezeichnet. Nun ist es so, dass eine Allianz hierbei nicht so ungewöhnlich und überraschend war. Bereits Lothars Vater Ludwig der Fromme unterstützte den besagten Onkel Harald Clark und Großvater Karl war dafür berühmt, Bündnisse mit den seltsamsten Herrschern zu schließen. Doch was hier sichtlich aufstieß, war die Vergabe der Walchereninsel in der heutigen niederländischen Provinz Zeeland, die so anmutete, als hätte Lothar den Wolf inmitten der Schafsherde eingeladen. Man muss auch den damaligen Zeitgeist zu Rate ziehen. Wäre Harald der Jüngere ein christlicher Herrscher gewesen, die Sache sähe vielleicht anders aus. Doch einem Heiden eine Insel vor dem Rhein-Mars-Delta zu übergeben, wurde scharf kritisiert. So schrieb Prudentius de Troyes: Welch ein abscheuliches Verbrechen, jenen, die sich so sehr an den Christen versündigt haben, Macht über Länder und Volk der Christen zu geben. Namhafte Kleriker nahmen damals oft kein Blatt vor den Mund. Feudalismus hin oder her. Ethelwulf dagegen hatte keine Pläne, die Wikinger bezüglich eines Bündnisses auf den britischen Boden einzuladen. Doch es geschah, ob er es wollte oder nicht, immer mehr Wikinger Siedlungen wurden vor den Kriegern im Küstengebiet gegründet. Der Kampf mit den Nordmännern würde zu einem Thema, das inzwischen fest zum königlichen Alltag von Ethelwulf gehörte. In manchen Fällen gelang es ihm, die Wikinger zurück ins Meer zu treiben, wie bei dem Versuch, Hamwick einzunehmen, heute Southampton. Doch es gab häufiger Niederlagen. Elderman Aethelhelm wurde mit seinen Einheiten an der Küste von Portland geschlagen und getötet. Elderman Harabeth fiel ebenso mit seinen Männern in, in Romney Marsh im Königreich Kent. Es gab auch erfolgreiche Angriffe in East Anglia. Die Strategie der Wikinger war in Irland wohl am weitesten fortgeschritten. Hier bauten die Nordmänner bei Dublin ihren ersten Longford, eine permanente Festung. In all diesen Gebieten waren die Zeichen deutlich an der Wand zu lesen. Die Zeit der saisonalen Raubzüge war für die Wikinger vorüber. Nun begann die Ära der Landnahme der Besiedlung. Es ist auch diese Zeit, in der langsam ein geradezu mythischer Name in die Annalen hineinsickert: Ragnar. Auch als Ragnar Lothbrok bekannt. Gerade ihm wird die Plünderung von Paris in 845 zugeschrieben, ein Ereignis, das sicherlich starken Eindruck auf Ethelwulf gemacht hatte, der seine langjährigen Pläne, endlich eine Pilgerschaft nach Rom zu unternehmen, erneut auf unbestimmte Zeit verschob, um seine volle Aufmerksamkeit der nördlichen Bedrohung zu widmen. Die Sache mit der Romreise hatte auch eine politische Dimension. Ethelwulf wollte mehr Kontakte knüpfen und letztendlich dort im Herzen der Christenheit um Unterstützung gegen die Heiden zu bitten. Doch in dieser Situation war an eine solche Reise nicht zu denken. Hätte es nach damaligen Bedingungen bedeutet, für Monate, wenn nicht sogar für ein Jahr, fern des eigenen Reiches zu sein. Ethelwulf wusste aus der Biografie seines Vaters, wie instabil ein Reich werden konnte, wenn der einen der König nicht zugegen war. Die Wikinger griffen in diesem Jahr auch maurische Gebiete im heutigen Spanien an. Dies führte zu einer historisch belegten Delegation aus arabischen Aristokraten und Unterhändlern, die nach Norden reisten, um mit den Wikingern zu verhandeln. Wer sich also wundert, woher die Idee zu der 13. Krieger kommt, das ist nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen. In 850 überwinterte zum ersten Mal eine ganze Wikingerarmee auf der Isle of Thanet, dass sie gleich im Frühling ohne Verzug ihre Plünderungen fortsetzen konnten. Die Nordmänner verwandelten in Thanet die großen Klostersäle in ihre Festhallen und feierten dort vermutlich aufsehenerregende Partys. Die Wikinger waren hier, um zu bleiben. In dieser bedrohliche, aufgeladene Atmosphäre wurde Aethelwulf und seiner Frau Osbur ein Sohn geboren. Er wurde auf den Namen Alfred getauft. Er war der jüngste von fünf Söhnen, die Osborne dem König geboren hatte, wobei auch die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass die Geschwister allesamt Halbbrüder waren von einer anderen Mutter. Asser berichtet, dass der König mit Alfred anders verfuhr als mit den anderen Geschwistern. Alfred wuchs sozusagen inmitten der politischen Arbeit von Wessex auf. Sogar als Säugling lag oder spielte Alfred zumeist im Königssaal, stets in Sichtweite des Königs, und dort fand auch ein beachtlicher Teil seiner Kindheit statt. Fast das stimmt, ist es ein ungewöhnliches Detail seiner Biografie. Der Säugling ahnte natürlich nicht, in welch eine bedrohliche Welt er da hineingeboren wurde und wie viel Hoffnung da in nur wenigen Jahren auf seinen Schultern ruhen sollte. Doch Justin Pollard vermutet an dieser Stelle, dass Ethelwulf schon damals den Gedanken gefasst haben mag, den noch kindlichen Sohn an seiner Stadt nach Rom zu entsenden, und genau das geschah dann. Doch darüber erzähle ich beim nächsten Mal. Ich hoffe, das war halbwegs interessant und freue mich über ein reges Abonnieren meines Kanals. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.